Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, seit Mai 2018 gilt auch für den Bereich Polizei und Justiz in der EU ein einheitlicher Rahmen für den Datenschutz. In der sogenannten JI-Richtlinie sind Mindeststandards vorgegeben, die alle Mitgliedstaaten in ihrem nationalen Recht einhalten müssen. Die Vorgaben der Richtlinie EU 2016/680 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zweck der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr bilden gemeinsam mit der Datenschutzgrundverordnung seit 2018 den gemeinsamen Datenschutzrahmen in der Europäischen Union. Ziel der JI-Richtlinie ist es, für den Datenschutz in den Bereichen Polizei und Justiz eine Mindestharmonisierung innerhalb der EU herbeizuführen, um insgesamt ein höheres Datenschutzniveau zu erreichen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf holen wir etwas nach, was mit der Änderung des brandenburgischen Datenschutzgesetzes im Mai vergangenen Jahres offen geblieben ist. Damals haben wir eine Übergangsregelung vorgesehen, weil es bei Justiz und Polizei besondere Bedingungen im Umgang mit der EU-Datenschutzrichtlinie zu berücksichtigen gilt, haben wir uns für diese sensiblen Bereiche mehr Zeit gelassen. Das Gesetz erfüllt grundsätzlich die Anforderungen, die mit dem EU-Recht gesetzt werden. Das geht aus den Stellungnahmen hervor, die in der schriftlichen Anhörung zum Gesetzentwurf abgegeben worden sind. Allerdings hat es im Rahmen dieser Anhörung auch kritische Anmerkungen und Vorschläge gegeben. Wir haben uns intensiv mit der Stellungnahme der Landesbeauftragten für den Datenschutz und das Recht auf Akteneinsicht auseinandergesetzt, die eine ganze Reihe kritischer Bemerkungen macht. Im Ergebnis dieser inhaltlichen Befassung greifen wir in drei Änderungsanträgen die Kritik von Frau Hartke auf. Diese Änderungen haben in erster Linie klarstellenden Charakter. Ein weiterer Änderungsantrag bezieht sich auf die Bestimmungen zur Justiz. Aus der Anhörung im Sozialausschuss haben sich umfangreiche Änderungen zum Maßregelvollzug ergeben, die uns der Sozialausschuss übermittelt hat. Diese Änderungen sind als gemeinsamer Änderungsantrag von SPD, Linken und Grünen vorgelegt worden. Im Innenausschuss haben sich CDU und Grüne überraschend dafür ausgesprochen, den Gesetzentwurf noch einmal zurückzustellen und in der nächsten Legislaturperiode neu zu diskutieren. Herr Lagenmacher hat jetzt gerade sehr überzeugend gegen ein solches Vorgehen argumentiert. Das finde ich gut. Deshalb war es richtig, dass wir das abgelehnt haben. Ich denke, dass wir jetzt lange genug auf dieses Gesetz gewartet haben. Die im Ausschuss angesprochenen Mängel des Gesetzes rechtfertigen es aus unserer Sicht nicht, die Umsetzung europäischen Rechts noch länger auszusetzen. Schon bei der Beschlussfassung zum Polizeigesetz hatten Sie kritisiert, dass die Übergangsregelung im Datenschutzgesetz geschaffen worden ist. Ein neuer Landtag müsste dieses Gesetzgebungsverfahren komplett neu aufrollen. Das würde erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb ist es in jedem Falle besser, dieses Gesetz mit den von uns vorgeschlagenen Änderungen jetzt zu beschließen und im neuen Landtag über mögliche Änderungen und Ergänzungen zu diskutieren. Wir empfehlen die Annahme des Gesetzes mit den im Ausschuss für Inneres und Kommunales beschlossenen Änderungen. Vielen Dank. Das Wort geht nun an den